Alles klar, dann starten wir gleich. Also, Felix hat schon gesagt, seit 34 Jahren, Hans, bist du auf der Hannover Messe. Das ist der erste Auftritt damals gewesen, 1990, wenn das richtig genau, ist. Genau, in der Nachbarhalle hier. In der Nachbarhalle war das noch? 6x6 Meter großer Messestand. Okay, also ungefähr quasi so, wo wir jetzt hier stehen. Hat sich ein bisschen entwickelt heutzutage. Ja. Und das ist auch toll, denn heute können wir eben diese 200 Vertriebskollegen hier begrüßen, können die Technik präsentieren. Ja. Und ich würde aber heute gerne mal nicht gleich mit der Technik starten, sondern ich möchte gerne so ein bisschen mal mit dir in die Tiefen unserer Vertriebsstruktur und unserer Vertriebsgesellschaften gehen. Denn als du angefangen hast zu automatisieren in den 80ern, habt das im Grunde alleine gemacht mit 2, 3, 4 Kollegen, seit 1990 auf der Messe. Und vom ersten Tag an haben wir einen direkten Vertrieb gemacht. Ja. Andreas Burani würde sagen, dieser Weg ist steinig und schwer. Ja. Also warum betreuen wir unsere Kunden heute wie damals immer direkt und nicht über irgendwelche Handelspartner oder Distributoren? Naja, das war zumindest mal meine Erfahrung am Anfang, dass man mit dem Kunden direkt arbeiten sollte. Und ich habe immer, und tue es auch heute noch, gerne mit Kunden gearbeitet, nämlich da kommt ja unsere Technologie zum Einsatz. Da finden auch dann die eigentlichen automatisierungstechnischen Erfindungen und Anwendungen statt. Und so macht es also große Freude und Spaß, mit dem Kunden zu arbeiten. Und das ist, zieht sich auch heute noch durch unsere Firma. Also unsere Kunden sind unsere Freunde nach Möglichkeit, also denen, mit denen wir dann unsere Produkte einsetzen, aber ja, die nochmal auf eine andere Lösungsebene heben. Ne? Also das Erfinden zusammen mit den Kunden über die richtige Architektur für seine Anwendung macht uns viel Freude. Und der Kunde, dem macht es auch Spaß, mit uns zusammenzuarbeiten. Und diese Grunderfahrung, die war 1990 schon da und daher war es klar, dass wir also direkt mit Kunden reden wollen. Wir hatten auch eine neue Technologie, die also von anderen, von Händlern nicht verstanden werden konnten. Händler haben ihre Funktion, aber bei der Hightech-Technologie, die wir verkaufen, ist das sehr eingeschränkt und da ist es besser, wenn wir mit den Kunden direkt arbeiten. Ja. Jetzt fing das ja bei uns im ostwestfälischen Verl an, ging dann mal bis nach Kaunitz, irgendwann ging es nach Süddeutschland, dann ging es nach Italien, nach Amerika, Asien. Sind denn diese direkten Kontakte überall gleich oder ist unser Vertrieb unterschiedlich strukturiert? Das ist schon sehr ähnlich. Wir haben also dieses westfälische Modell, dass man mit Kunden ganz normal und sehr eng und sehr angenehm zusammenarbeitet. Das haben wir einfach über die Welt verbreitet und siehe da, es ist überall gut angekommen. Der Bedarf ist überall gleich. Es ist ja auch die gleiche Aufgabenstellung. Wenn ein italienischer Maschinenbauer eine Maschine automatisieren will, ein amerikanischer oder ein chinesischer, dann hat er eigentlich die gleiche Aufgabenstellung wie auch ein westfälischer Maschinenbauer. Und das ist auch das Schöne an der Automatisierungstechnik, dass man eine Technologie entwickeln kann, die weltweit zum Einsatz kommt. Also auch technologisch, aber auch im Sinne der Betreuung mit den Kunden. Und so schätzen es auch Länder, in denen also es eigentlich üblich ist, über Händler, über Distributoren zu verkaufen. Amerika, ja. China. Aber da schätzen es auch unsere Kunden, dass wir direkt zur Verfügung stehen. Mhm. Wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also 1990 war das noch eine 2-3-4-Mann-Show. Wie begann das denn dann tatsächlich? Also irgendwann haben wir ein Büro aufgemacht. Ich glaube, irgendwann hat es mal geheißen, einer macht Süddeutschland und Südeuropa. Oder wie fängt das dann an? Ja, das waren, also wir haben einfach Leute kennengelernt, die auch den gleichen Geist hatten. Also Frank Sauer ist sich im Süden und hier im Norden. Und dann haben wir die Welt also in zwei Bereiche eingeteilt. Südlich des Mains und nördlich des Mains. Okay, das Büro, war einfach damals. Ja, Büro Hannover war zuständig für alles nördlich des Mains und Büro Balingen war zuständig für alles südlich des Mains. Und dann von da aus ausgehend haben wir dann eine Zellteilung betrieben und heute haben wir, glaube ich, über 200 Niederlassungen in 40 Ländern, die genau diesen direkten Vertrieb realisieren. In Deutschland beispielsweise muss man keine 200 Kilometer fahren, meistens sogar weniger, nur 100 Kilometer, um auf ein Backoff-Büro zu stoßen. Und die Idee ist, dass also die Applikation, Support und Vertriebsleute nie länger als eine Stunde oder anderthalb Stunden zum Kunden fahren müssten. Ja, das bringt ja das dazu, dass wir sage und schreibe ungefähr 1900 Kollegen weltweit haben, die am oder im Vertrieb arbeiten. Ja, das ist das der Grund, um das zu gewährleisten, diese Nähe zum Kunden? Ja, genau. Ja, das ist so, also die Unterstützung des Kunden gehört mit zu unserem Angebot an den Kunden. Also es ist Hardware, Software, I.O., PC, Antriebe. Aber daneben gibt es eben noch wirklich ernst gemeinte Unterstützung. Und daraus resultierend hoffentlich auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kunden. Wir gehen ja an komplizierte technische Projekte ran. Wir versuchen ja mit den Kunden zusammen die Grenzen der Technologie zu verschieben. Und das macht ja Backoff aus. Und das hat zur Folge, dass man eng zusammenarbeiten muss und dass der Kunde einem auch trauen muss. Ne? Also das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber wir sagen ja auch, dass wir nicht nur Hard- und Software verkaufen, sondern auch Vertrauen. Wir verkaufen aber kein Vertrauen, sondern wir sind einfach vertrauenswürdig. Aber es gehört unbedingt zu unserem Angebot an den Kunden mit dazu. Mhm.
Ich habe auch gelernt in meinen 20 Jahren bei Beckhoff, dass wir tatsächlich über den direkten Vertrieb hinaus dieses Vertrauen auch in anderen Bereichen noch machen. Mhm. Das heißt, für dich zählt im Grunde Support, Service, alles in diese gleiche Toolkette hinein. Ja klar. Also der Vertrieb ist ja die eine Sache, der soll verkaufen und soll Geld verdienen für uns und soll die Kunden auch gut betreuen, aber der ist nie alleine unterwegs. Also pro Vertriebsmann gibt es mindestens einen Applikations- oder Support-Ingenieur, der für unsere Kunden zur Verfügung steht. Meistens sind es sogar mehr Techniker als reine Vertriebsingenieure, die wir im Feld haben. Und das ist zwingend notwendig, wiederum zur technologischen Unterstützung, aber auch, wenn man High-End-Technologie betreibt, dann gibt es auch viele spezielle Ausprägungen davon. Und die werden ja eben genau von unseren Kunden unterstützt. Natürlich gibt es auch Probleme, die wir uns einhandeln oder der Kunde sich einhandelt, die man lösen muss. Und diese Probleme werden dann eben auch in der Regel schon von den Applikations- und Support-Ingenieuren vor Ort gelöst. Und wenn das nicht ausreicht, dann haben die einen kurzen Draht in die Zentrale hinein, um da weitere Unterstützung zu bekommen. Da haben wir dann einen Werkzeugkasten, also neben dem Vertrieb, Support und so weiter, ist der Werkzeugkasten natürlich Produkte. Ja. Der Werkzeugkasten aber auch noch mehr. Ich finde, dass der Kunde neben dem Vertrauen ja auch auf langzeitverfügbare Produkte zurückziehen kann. Wesentlicher oder Punkt. Lagerprodukte. Also es gibt ja noch viel mehr jetzt als das neue Produkt an sich. Ja, das haben wir im Verlauf der Jahre gelernt. Das sind übrigens Argumente, die sich in den 80er und 90er Jahren, also vor langer Zeit, sich gegen uns standen, weil wir waren ja eine junge, frische Firma, ein Start-up sozusagen. Und natürlich hat sich der Maschinenbauer damals gefragt, gibt es die Firma Beckhoff noch in 10 Jahren? Und was mache ich denn mit meiner Maschine, wenn es Beckhoff nicht mehr gibt? Also war das gibt es über 40 Jahre, ne? Ja, jetzt gibt es jetzt 44 Jahre. Also damals war es ein Argument gegen uns, heute ist es ein Argument für uns. Weil wir eben nachgewiesen haben, dass es uns immer noch gibt, dass wir uns weiterentwickelt haben und vor allen Dingen, dass wir innerhalb unserer Firma auch eine langfristige Verfügbarkeitspolitik betreiben. Die Klemmen, die wir im Jahre 1995 eingeführt haben, unsere Busklemmen, die gibt es fast alle noch serienmäßig, also 30 Jahre später. Und das versuchen wir mit allen Produkten. Also wir versuchen sie so lange wie möglich lieferfähig zu halten für unsere Kunden, weil es ein hohes Gut ist für unsere Kunden, ihre Designs nicht ändern zu müssen. Also diese Langzeitverfügbarkeit ist wesentlicher Bestandteil unserer Philosophie geworden, neben Hightech-Fortschritt und hat sich über die Jahre bewährt. Perfekt, dann spannen wir jetzt den Bogen noch zu Hightech-Fortschritt. Jetzt sind wir auf der Messe. Gestern hat sowohl der norwegische Ministerpräsident, der Bundeskanzler und Ursula von der Leyen gesagt, dass die Innovation auf der Hannover-Messe die Welt voranbringen muss. Ja. Was haben wir im Werkzeugkasten für diese Woche für uns? Willst du ein bisschen was anteasern? Ja klar, wir in allen Bereichen sind wir wieder mit neuen Produkten dabei. Also deine Sparte ist ja der Industrie-PC beispielsweise und da haben wir ja dann die neuen CPU-Generationen, die in unsere Standardformfaktoren eingebaut worden sind. Und mich freut es, dass zum Beispiel ein PC zur Verfügung steht, eigentlich im Standardformfaktor, also der C6040 mit 28 Kernen, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Und das zeigt ja, dass auch unsere Theorie, die Many-Core-Steuerungstechnik, die wir vor ungefähr 10 Jahren schon eingeführt haben, dass das alles richtig und wegweisend war, weil das durch die weitere Entwicklung unterstützt wird. Im Bereich Software präsentieren wir das erste Mal Twinket auf Linux, also ein bedeutender Schritt für uns und für unsere Kunden. Großes Thema, will ich jetzt nicht weiter ausleiten. Im Bereich der Antriebstechnik bin ich stolz auf die wassergekühlten Motoren. Weil die unser, haben wir zwar letzte Messe schon vorgestellt, aber zählt immer noch als neu. Und weil die 2- bis 3-faches Drehmoment in der gleichen Bauform realisieren. Bin auch stolz auf die neue Kachel, die wir im X-Planar-Bereich haben. Ja, die sich drehen kann und die also größer ist und die präziser ist und die das nochmal auf ein anderes Leistungsniveau hebt. Und im I.O.-Bereich, da optimieren wir das Produktspektrum im Moment und haben neue Klemmen eingeführt, Analogklemmen eingeführt, die auch sogar preiswerter sind. Und hier stehe ich ja im MX-Forum und das ist natürlich aus meiner Sicht die Zukunft. Da werden wir jetzt im Herbst lieferfähig werden und dann bin ich sicher, dass das die Welt erobert. Ja, dann wollen wir die Welt erobern, Hans. Ja. Du musst dich um unsere Kollegen kümmern heute Morgen, auch vielleicht noch einen Kaffee trinken. Vielen Dank für den Start.